Leute, die so ein bisschen den Geist bereitet haben. Das sind die Kommunisten, ich weiß, sind ein paar hier. David Steinbachs ist hier, der Martin. Matthias Steinbachs ist hier, der Holger ist da, René ist da. Applaus für den Kommunisten. Max Schalomelin, komm. Wir haben vorher, wollte ich ein paar Fragen absprechen, das hast du abgelehnt. Du hast gesagt, wenn es dir die Frage nicht gefällt, dann würdest du wie Alexei Dimitriev einfach Nein antworten. Genau. Blick mal zurück, du hast vor einem Jahr angefangen, vor über einem Jahr. Jetzt das Ergebnis hier zu zeigen, wie fühlst du dich? Wundervoll, muss ich sagen, wenn ich hier in diese glücklichen Gesichter blicke, ich hoffe, das ist nach dem Film auch noch so. Bin ich auch glücklich, weil als ich vor einem Jahr angefangen habe, war das hier alles noch komplett unvorstellbar. Also ich wollte eigentlich einen schönen kleinen Trailer machen, in dem wir Bobby für seine Zeit hier danken. Und dass wir jetzt zweimal hier ein Kino in Düsseldorf voll machen, fast, ist es unfassbar. Und erstmal da auch vielen Dank an euch, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Die zweite Sache ist, warum es unfassbar ist, ist natürlich auch, dass das Bild- und Videomaterial teilweise irgendwo in Turku am Flughafen mit dem Handy gedreht wurde, wo wir natürlich auch vor Ort waren. Und das jetzt hier auf der großen Leinwand zu sehen, ist technisch ein großes Abenteuer, aber gleichzeitig auch für mich ein großes Vergnügen. Und vielleicht kann man zwischendurch mal sagen, euch muss ja klar sein, wenn wir irgendwo mit dem Handy irgendwas gedreht haben, gleich ist gleich kein 3D-Blockbuster, wo Dinge explodieren. Aber fast. Das ist nicht für ein Kino gemacht. Also ein bisschen Wohlwollendes begleiten. Ja, ich denke, es wird toll sein und zumindest jeder, der sich eine DVD nachher zulegt, auf den heimischen Fernsehern wird das super aussehen. Das habe ich ausreichend getestet. Und ja, ich kann auch noch, neben den DVDs muss ich jetzt auch noch loswerden, die wunderschönen Poster anpreisen. 5 €, Bobby ist drauf, mit einem Herz, das ist wundervoll. Aber gut, Werbung jetzt. Wir blicken auch groß wie drüber hinweg, dass du sowohl einen Dauerkarten sitzt in der Kölner Haie, wie auch eine Vertreterin der Käfer-Pinguine mitgebracht hast. So ist das dann eben, ne? Ja, es ist quasi beides Familie. Von daher ist das in Ordnung. Und ich wollte mir noch Danke sagen, Frau Leute. Ja, ich möchte Danke sagen erstmal an den Kölner, der den Mut hat, hier nach Düsseldorf zu kommen und sich in einen Saal voller DVD-Filme zu setzen. Ja. Vielen Dank. Super Typ. Ja, und auch ich werde jetzt bestimmt irgendwen vergessen. Ich möchte jetzt einfach mal, weil er vorne sitzt, hier anfangen. Beim Dave, der über 5 Jahre mit Steinbachs Design die Bobinisten begleitet hat. Ich kann jetzt hier so die Reihen weitergehen. Bei Mike, bei Gunnar, die Bobby über die ganze Zeit begleitet haben. Bei den ganzen DEG-Fotografen. Ich sehe jetzt Tobias in seinem Bobby-Trikot, der ist auffällig. Birgit weiß ich natürlich auch, dass sie da ist. Dem ganzen DEG-Fanradio, großartige Truppe, die mir auch viel geholfen hat. Dann bei Holger Bielepp, der über 5 Jahre lang jedes Spiel von der DEG gefilmt hat und mir viele Materialien zur Verfügung gestellt hat. Das ist kompletter Wahnsinn. Dann bei Matthias Steinbachs, der mir bei den Tonaufnahmen genommen hat, Tonaufnahmen geholfen hat, so ist es richtig. Bei Daniel, der super Drohnenaufnahmen beigesteuert hat und eigentlich mit der DEG... Illegal. Nein, das würde ich nicht sagen. Nein. Das ist alles abgeklärt. Der mit der DEG gar nicht so viel zu tun hat, indem ich über Facebook einfach gefragt habe, ob er mir die Aufnahmen zur Verfügung stellt. Und er hat sofort gesagt, sofort, mache ich. Und das ist auch großartig, dass man einfach so sein Material hergibt. Und bei allen anderen, die sind im Abspann aufgeführt. Ich habe jetzt bestimmt irgendwie vergessen, nee, sehe ich noch. Jeden, den ich vergesse, soll sich bitte angesprochen fühlen. Tausend Dank. Und ihr seid alle zumindest im Abspann genannt, da hatte ich genügend Zeit nachzudenken, wer alles dazu gehört hat. Ja. Eine Sache haben wir noch. Organisiert von der DEG-Presseabteilung, ermöglicht, unterstützt und bezahlt von Daniela Baldwin von Schlösser Heid. Und deswegen ein Prost auf Bobby Göpfert!
Sehr leid tut, dass er nicht kommen kann und mir viel Spaß wünscht. Ja, vielleicht muss man doch noch mal kurz erklären, wenn man dann irgendwann zu einem Geschäftsführer geht, der eigentlich andere Sorgen hat als sowas, wenn man sagt, wir wollen Film zeigen im Kino, und dann sagt er, wo im Kino, und nicht nur einmal, sondern sogar zweimal, wie im Kino zweimal, ja, im Kino zweimal, und ich will eigentlich auch, dass die Leute Popcorn kriegen und Cola. Und ich sehe, dass Bobby Göpfert da ist, dann ist das erstmal ein Werdegang, so eine Diskussion. Aber danke an die DGG, dass sie sowas mitmacht. Bobby! Ab jetzt ist Musik vorbereitet. Ja, what do you think? What do you feel? Unfassbar. Unglaublich. It's very special to be back. It's great to see everyone. A lot of familiar faces. I missed you all very much. Thanks to Max and Dave for the work and just people back home don't believe me, so take plenty of pictures. So. Wir haben noch ein kleines Geschenk, das weiß der Bobby gar nicht, aber Bobby, du schenkst. You give a present to Max. Das ist original Bobby von Fangelschuhen, der hat niemand mehr verdient. Als alle Bobbynisten, das ist sehr. Du hast nicht gesehen, dass die das falsche Bier getrunken haben da auf der Bar. Okay, alles gut. Max, willst du noch was sagen? Vielen Dank. Das ist erste. Ich sehe viele freudige, aber auch manche traurige Gesichter, so ging es mir bei der Erstellung auch. Dass jetzt Bobby selbst hier noch vor mir steht, ist sehr unerwartet. Da fehlen sogar mir mal die Worte. Ich fand es erstaunlich, wie gut Handys heute von der Qualität aufnehmen können, nachdem ich ein Jahr lang Angst hatte, dass es nicht funktioniert. Und ja, ich
kann nicht mehr sagen als vielen Dank. Es war eine geile Zeit und dafür ist der Film da. Danke, Max! Vielen, vielen Dank an Schlösser. Fantastisch. Und jetzt hört ihr noch ein paar Worte von Bobby Göpfer. Thank you all again. It's like I said before, it's really special, and thank you for sharing it. What I realize, I think I'm a better dancer than I am. So watching it, I'm gonna have to go back to the choreographer and learn some new dance moves. But thank you all, and it really means a lot. So thank you so much.